Thank you.
Der Junge kriegt jetzt überhaupt keine Unterstützung mehr. Hier ist wohl alles jetzt schon gleichgültig geworden. Bei Schulzens nebenan will das Wohlfahrtsamt die rückständige Miete bezahlen. Uns zahlen sie bestimmt nichts. Das kann man nie wissen. Bei der Wohlfahrt machen sie es gerade, wie es kommt. Wer tüchtig ist, kommt immer vorwärts. Wenn man sich überhaupt nicht bemüht, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn es bergab geht. Und der Junge hat nicht mal nötig, den Hauswirt zu grüßen. Das Grüßen macht's auch nicht, wenn ihr 6 Monate die Miete nicht bezahlt. Aber er kann grüßen. Arbeitslos und dann noch unhöflich, das kann sich keiner leisten. So kriegt man keine Arbeit. So nicht, mit Unhöflichkeit nicht. Und mit Höflichkeit auch nicht. Es gibt keine Arbeit. Man kann arm sein, man kann Unglück haben. Aber schließlich gibt es ja auch Menschen, die nicht 7 Monate hintereinander Unglück haben. Du meinst, der Junge ist besonders untüchtig? Ja, das meine ich. Und du, wie weit bist du gekommen? Hast ja auch plötzlich Stempelkarte in der Tasche. Man braucht sie nicht den ganzen Tag auf die Stempelstelle herumdrücken und dann zu Hause noch frisch werden. Tüchtige Leute kommen eben weiter. Um Gottes Willen, was sollen denn die Nachbarn denken? Jeden Tag derselbe Streit. Thank you.
Was habt ihr denn hier schon wieder angestellt? Aus dem Fenster gestürzt. Und die Armbanduhr hat er vorher auf den Tisch gelegt? Natürlich. Die wäre hingewesen. Vom vierten Stock herunter. Welches Fenster ist es denn? Das da! Nee, das nicht, das da! Ein Arbeitsloser weniger. So ein junger Mensch. Und der Vater weiß noch von gar nichts. In Amerika haben sie jetzt auch schon 7 Millionen Arbeitslose. Ja, ja. Früher sind sie im Auto zur Arbeit gefahren. Und jetzt demonstrieren sie gegen die Arbeitslosigkeit. Aber zu Fuß. Motiv der Tat? Unbekannt. So ein junger Mensch. Der hatte doch das schönste Leben vor sich. Sachen des Hauseigentümers Gustav Stephan-Klägers gegen den erstens Franz Böhnecke, zweitens dessen Ehefrau Grete geborene Mohr Beklagte wegen Mietaufhebung, hat das Amtsgericht für recht erkannt. Die Beklagten werden verurteilt, dem Kläger die Wohnung herauszugeben. Obwohl der Beklagte zu einer seit längerer Zeit erwerbslos ist, wären die Eheleute Böhnecke bei einigem guten Willen doch in der Lage gewesen, die fällige Miete zu bezahlen. Ihre jetzige Notlage muss also als selbstverschuldet angesehen werden. Im Namen des Volkes...
Ja. Was nun? Ja. Was nun? Dann kommt er eben zu mir hinaus nach Kuhlewampe. Ja, eben das? Natürlich. Bring Waren mit für die Möbel. Eine Autobusstunde von Groß-Berlin entfernt liegt an den einladenden Ufern des Müggelsees, unweit der Müggelberge zwischen Schilf und Wald eingebettet, die Zeltkolonie Kuhlewampe, die älteste Wochenendsiedlung Deutschlands. Die Kolonie wurde 1913 mit 10 bis 20 Zelten gegründet. Nach dem Kriege dehnte sie sich so aus, dass sie heute 93 Zelte umfasst, in denen 300 Personen Unterkunft finden. Auffallend ist die pedantische Sauberkeit innerhalb der Kolonie und ihrer Umgebung. Die Kolonieinteressenverein Kuhlewampe ist dem Zentralverband der Freibädervereine Groß-Berlins e.V. angeschlossen. Das Verhältnis des Vereins zu den Behörden ist im Augenblick ein gutes. Unser Programm Armeemärsche aus alter und neuer Zeit, den Schwarzenbergmarsch aus dem Jahre 1814. Es folgt nun der Marsch Deutsche Kaiserklänge. Damit ist das heutige Vormittagsprogramm der Funkstunde Berlin beendet. Schlechter erneuert sich jedes Frühjahr. Die Liebenden finden sich zusammen. Schon die sacht umfassende Hand des Geliebten macht die Brust des Mädchens erschauern. Ihr flüchtigster Blick verführt ihn. Im neuen Licht erscheint den Liebenden
Blühenden die Landschaft im Frühjahr. Die Luft ist schon warm, die Tage werden lang und die Wiesen bleiben lang hell. Maßlos geht das Wachstum der Bäume und Räder im Frühjahr. Der Wald sind die Wiesen, die Felder. Und es gebiert die Erde das Neue ohne Form. Ich bin eine Kurtisane, aber keine Spionin. Eine Kurtisane, die sich ihre Liebe teuer bezahlen ließ, die 15.000, ja 30.000 Mark als den gebührenden Preis forderte und erhielt. Das war der Refrain von Mata Haris Verteidigung. Zu ihren Bevorzugten gehörten auch, wie es heißt, der einstige Polizeipräsident von Berlin, Jago, der Herzog von Braunschweig. Herr von Jago lernt Mata Hari kennen, als sie im Wintergarten auftrat. Er besuchte sie in der Garderobe, um nachzusehen, wie das mit dem Nacktanz Mata Hari und ob alles in Ordnung sei. Man nannte sie die Königin des Tanzes und meinte die Königin des Liebesgenusses. Die reichen Genießer priesen sie sich an als Leckerbissen seltenster Art. Die Wirkung ihrer Tänze ging vor allem von der Entschleierung und Nacktheit, von der Schlangenartigkeit und Wollust der Bewegungen, kurz von der Symbolik von Liebesorgien aus, wie sie in Tänzen primitiver und orientalischer Völker tatsächlich zum Ausdruck kommen. Nur ihre kleinen Brüste waren mit zwei ziselierten Kupferschildern bedeckt. Handgelenke, Oberarm und Knöchel waren mit Armbändern geschmückt, die von Edelstein schillerten. Sonst war sie nackt von den Fingerspitzen bis zu den Zehen. Im Tanze zeichnet sich der plastische und feste Bauch in seiner androgynen Geschmeidigkeit ab. Zwischen den geschwungenen Linien, die von den offenen Achselhöhlen unter den gehobenen Armen in die Bucht der Hüfte fielen. Die Beine waren von idealem Wuchs und erhoben sich wie zwei feine Säulen einer Pagode. Die Kniescheiben rundeten sich wie zwei Lilienknospen. Alles war von einer zarten Ambrafarbe. Überall spielten goldige und rosige Lichter. Getragen von dem Doppelkapital der langen, sanft gewölbten Schenkel, bot das schmale elfenbeinfarbene Becken. Warst du denn da? Das ist mir zu dreckig. Mein Leben will ich nicht ruinieren. Wenn was passiert, schlag dir tot!
schwindel doch nicht. Bei dir ist da was nicht in Ordnung. Mach hier im Betrieb keine Quatschereien, sonst kann ich morgen stempeln gehen. Ich halte das nicht mehr aus. Wenn das so weitergeht, ziehe ich draußen weg. Alimente zahlst und Lehrdienststeuer, da heirat doch lieber. Quatsch. Ich will meine Freiheit behalten. Wo willst du denn hin? Ich muss heute Abend noch den Wagen waschen. Du wolltest doch heute Abend mit Vater sprechen. Aber das hat auch morgen noch Zeit. Was willst du denn nun mit der Anni machen? Heiraten kommt gar nicht in Frage. Ich versaune mein Leben nicht. Was wird mit den Mädeln? Sehr bedauerlich. Was Schönes angerichtet. Wieso? Kommt doch in den besten Familien vor. Willst du ein Mädel heiraten? Da wird mir wohl nicht anders übrig. Dann willst du eine Verlobung feiern? Das können wir auch bald machen. Thank you.
Abnehmen? Nicht nötig. Willst du reinkommen? Wozu? Sag mal, dir ist die ganze Verlobung nicht recht. Natürlich nicht. Warum machst du es dann? Weil ich reingefallen bin. Yeah.
Nichts zu fressen, aber Lackstiefel muss er haben. Also mein Geld. Na, wenn du so eine Verlobung feierst, da kannst du dich nicht wundern, wenn sich die Leute besaufen. Ja, nur mit dem Bier, Fritz. Ihr braucht ja bloß zu pfeifen, dann spring ich. Pfeif doch! Pfeif! Was denn hier los? Hol Mutter und deine Sachen. Wir ziehen hier weg. Den Flo hat er wohl die Herren vorgesetzt. Wir sind doch keine Zigeuner. Mitten in der Nacht auf der Landstraße. Du bist wohl verrückt geworden. Da muss man sich direkt schämen. Sie ist ja verrückt geworden. Lauf einfach davon. Lass Manfred, wir bleiben bei dir. Da kann ich bloß lachen. So, jetzt bleibst du bei mir wohnen. Nächsten Sonntag kommst du mit raus zum Sport und den Fritz lässt du sitzen. Thank you.
80. War das denn, Moritz? Ja. 120. Friedrich Heil. Ja. 150. Marco. Was ist denn da? Mit dir. Was ist denn mit der Anni heute? Sie kommt noch. Sie ist nur zur Druckerei gefahren. Was ist eigentlich mit ihr? Was soll denn sein? Sie bleibt bei mir wohnen. Das ist doch sehr unangenehm für Sie, dass sie sich gerade jetzt mit dem Fritz verkracht hat. Ja, gestern bin ich schon nicht nach Hause gekommen, ich muss auch mal schlafen. Morgen soll ich das Wettschwimmen mitmachen. Nein, du musst noch das Transparent fertig machen. Mensch, so ein Ding ist ja bald fertig. Na, und wann soll ich schlafen? Sag mal, Gerda. Die Anni wohnt doch bei dir. Ja, natürlich. Vielleicht suchst du schon eine ganze Woche. Wo treibt die sich denn bis in die Nacht hinein herum? Die treibt sich gar nicht herum. Sie ist bei uns und arbeitet. Die war ja früher auch hier, bevor du sie ausgespannt hast. Ich habe ihr klar gemacht, dass sie sich für euren Sport nicht eignet. Naja, ich stehe auf dem Standpunkt, dass manche Frauen sich nicht eignen. Manche eignen sich und manche eignen sich nicht. Ich glaube, das ist sehr wohlfühlt bei uns. Ich kann ja morgen nicht mit. Ich bin ja schon ausgesteuert. Ich habe ja auch nur noch 20 Pfennig übrig. Könnt ihr nicht noch was zugeben? Na klar. Ich bin übrigens seit gestern entlassen. Schlimm? Schau dir erst mal das an. Und wenn du die Anni unbedingt sprechen willst, dann komm morgen mit hinaus. Am Nachmittag finden die Wettkämpfe statt. Da wirst du dir Verschiedenes anhören können, was dir bestimmt nicht schadet. Thank you.
Währung habt ihr die Boote gekauft und vom Mond abgespart ist das Fahrgeld. Lern, du Sieger, lern, du Sieger. Thank you.
Die habe ich ja schon. Pass mal auf, jetzt lese ich nochmal. Ein wirklicher Staat, sagt Hegel, eine wirkliche Staatsregierung entsteht nur, wenn bereits ein Unterschied der Stände da ist, wenn Reichtum und Armut sehr groß werden und ein solches Verhältnis eintritt, dass eine große Menge ihre Bedürfnisse nicht mehr auf eine Weise, wie sie gewohnt ist, befriedigen kann. Der Fritz wollte doch immer seine Freiheit behalten. Mit 13 Mark 20 die Woche ist die Freiheit ein Dreck wert. Na, da kann er ja die Anni heiraten. Das würde ich auch machen. Die verdient wenigstens noch. Du kannst schon recht haben. In Brasilien haben sie 24 Millionen Pfund Kaffee verbrannt. Was? Haben die mit dem Kaffee gemacht? Verbrannt. Einfach verbrannt. 24 Millionen Pfund Kaffee verbrannt? Halte ich glattweg für eine Verhetzung. Hab ich auch gelesen. Aber das kann ich nicht glauben. Das sagt dann doch schon der gesunde Menschenverstand, dass sowas gar nicht möglich sein kann. Verbrannter Kaffee. Erst in der Weltwirtschaft. Hier, bitteschön. Im Santos, dem größten Kaffeehafen der Welt, lagert mehr Kaffee, als die Welt fähig ist zu kaufen. Alles zusammen 12 bis 15 Millionen Sack. Mehr als eine volle Jahresproduktion Brasiliens. Und da immer mehr Kaffee zu diesem Kaffee hinzukommt, lässt die Regierung den Überschuss verbrennen. Brauchen Sie gar nicht erst vorzulesen. Den Käse kennen wir. Wir haben teuren Weizen und arbeitslose Industriearbeiter, während Argentinien teure Industriewaren hat und arbeitslose Landarbeiter. Und das Ganze heißt Weltwirtschaft und ist eine Affenschande. 24 Millionen Pfund Kaffee verbrannt?
Das ist aber auch wirklich eine Affenschande. Mit uns können Sie es ja machen. Sehr richtig. Ich verstehe das Ganze nicht. Kaffee verbrennen. Was soll denn das eigentlich für einen Zweck haben? Das ist doch die reine Bosheit von den Leuten. Bosheit? Die sind nicht mal bösartig, wenn sie nicht hier. Die wollen die Herren wohl noch in Schutz nehmen, was? Sie finden das ganz in Ordnung, dass Sie den schönen Kaffee verbrennen. Erlauben Sie mal, das hat ja der Herr gar nicht gesagt. Der Herr hat ja ganz klipp und klar gesagt. Was haben Sie doch gleich gesagt, Herr Nachter? Wissen Sie, Kaffee darf nie kochen, weiß ich. Kaffee darf nie kochen. Wenn der Kaffee erst gekocht hat, dann ist aus mit dem Kaffee. Und denn den Kaffee niemals in der Blechkanne schütten. Denn die das ganze Aroma flöten wollen. Steht ja alles hier drin. Darum haben Sie das gemacht, weil Sie den Kaffeepreis hochhalten wollen. Sehen Sie? Sehen Sie. Wir müssen hohen Preise bezahlen. Warum zahlen wir die hohen Preise? Weil uns die Hände gefunden sind. Weltpolitisch. Sehr richtig. Wenn wir eine Flotte hätten, dann hätten wir auch Kolonien. Wenn wir Kolonien hätten, dann hätten wir auch Kaffee. Und wenn wir Kaffee hätten... Na, was wäre denn Ihrer Wertmeinung nach? Sprechen Sie ruhig aus. Dann gehen die Preise wohl runter, was? Das sollen Sie ja nicht. Aber dann machen wir doch das Geschäft. Ich höre immer wir. Wer ist das? Wir. Sie und ich. Und der Herr da. Und die Dame da. Und der olle Mann da. Also wir machen das Geschäft. Mensch, das glauben Sie doch selber nicht. 24 Millionen Pfund, 36 mal 24. Eine Null ran, noch eine Null ran. Da haben Sie 86 Millionen weggeschmissen. Das soll ein Geschäft sein? Das ist kein Geschäft. Wenn das Pfund 3,60 Mark kostet. Was denn 3,60? Mann, da müssen Sie aber eine noble Marke gewohnt sein. Herrschaften, ich sage es ja immer wieder. Bevor in unserem Volk nicht wieder mit Pfennigen gerechnet wird, solange wird unser Volk auf keinen grünen Zweig kommen. Sehr richtig. Sie sehen gerade so aus, als ob Sie mit Pfennigen rechnen. Also. 1 Pfund 3,60 Mark. Aber wieso denn 3,60? Für 2,40 Mark kriegen Sie schon ganz guten Kaffee. Ich habe welchen schon für 2 Mark gekauft. So, sagen wir 3 Mark. Kommt ja gar nicht darauf an. Also nun hören Sie sich sowas an. Ich sage 2,50 und er sagt 3 Mark. Und da soll kein Unterschied sein? 24 Millionen mal 300. Aber der sich das alleine ist ja Quatsch. Die verdienen doch nicht an dem, was sie wegschmeißen. Sondern an dem, was sie behalten und uns teuer verkaufen. Es muss immer weniger Ware da sein, als gebraucht wird. Sonst gibt es doch kein Geschäft. Geschäfte kann man doch bloß machen, wenn es immer noch Leute gibt, die was brauchen und nichts kriegen. Krisenunterstützung verziehen sie. Aber Kaffee ist auch diese Pfundweise, dass man zum ganzen Treppen überriecht. Ich will ja nicht sagen. Aber ich habe immer zu meinem Mann gesagt, wie dann weißt du, dass ihr da nicht mit rechten Dingen zu. Kaffee ist überhaupt Luxus. Früher haben die Leute auch keinen Kaffee getrunken. Und jetzt sind die Leute ja auch in der Buskutsche gefahren. Ich verbitte mir die Partei politische Verhetzung. Was heißt hier Verhetzung? Was Sie träumen, ist Hetze. Bitte immer ruhig Blut, junger Mann. Ich bin nicht Ihr junger Mann. Bei Ihnen merkt man auch, dass Sie nicht mehr beim Kommiss gewesen sind. Ja, und Sie? Sie sind verunters hier gewesen, was? Kurz, drück ihm doch mal hin. Jetzt, die wollen doch nach Apelsin und schicken den Waisenhaus. Sie, machen Sie das Maul zu, das war Ihnen eine Sägespäne aus dem Kopf. Ich warne Sie. Jede Beleidigung kostet 40 M. Ach, mein Spuß sicher nicht auf. Seit wann dutzt ihr uns denn? Sind doch nicht zusammen auf dem Misthaufen gelegen. Ja, richtig. Säbelbeene und dem Waffenschein. Voller Fettkopf. Wo andere Leute im Kopf haben, da haben sie einen Pickel. Aber meine Herren, ich muss doch endlich um Ruhe bitten. Sie sind doch nicht allein im Coupé. Jetzt drehen Sie hier dauernd vom Kaffee in Brasilien. Tja, meine Herren, ich frage Sie, was sieht Sie der Kaffee in Brasilien an? Sehr richtig. Überhaupt nicht heute Sonntag. Na, wenn Sie von Kaffee nicht hören wollen, dann will ich dir mal was fragen. Brot essen Sie doch wohl, Herr Nachbar, was? Was sagen Sie da zu den Weizen, die Sie in Amerika unsere Dampfgäste verfeuern? Na, und die Baumwolle? Sehen Sie, wir brauchen ja gar nicht so viel Kaffee. Wir Deutschen sind ein sparsames Volk. Die Hauptsache ist, wir machen uns vom Ausland unabhängig. Wir müssen in Deutschland unseren Kaffee alleine anbauen, sehen Sie. Da wird in Rheinland so viel Wein gebaut. Dafür müsste man Kaffee anbauen. Sehen Sie?
Den Wein könnten wir auch in Frankreich kaufen. Und da wäre gleich Fried in Europa, sehen Sie? Tja, wir beide, wir werden die Welt auch nicht ändern. Richtig! Sie werden die Welt nicht ändern. Und die Dame da wird sie auch nicht ändern. Und der Herr auch nicht. Und ein Unparteiischer wie Sie, schon lange nicht. Und dieser Herr hier, der wird die Welt auch nicht ändern. Dem gefällt sie ja so, wie sie ist. Und wer wird sie ändern? Sie, denen sie nicht gefällt. Damit kann die Sache nicht für uns bereinigen.